So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich möchte euch jetzt mal meinen Lieblings-Asia-Imbiss vorstellen in Meiningen. Normalerweise habe ich ja in Hildburghausen gewohnt und da gab es auch mein Lieblings-Asia-Imbiss. Das war nicht da in der Schlosspark-Passage, weil da war ein richtiges China-Restaurant. Da konnte man gut Buffet essen, das war cool. Da gab es immer ein super Geburtstagsangebot. Dann gab es das China-Restaurant auf dem Markt. Aber das ist halt das Restaurant. Auch da, seitdem der Besitzer gewechselt hatte, konntest du dir nicht einfach mal eine Portion Nudeln mit Fleisch holen, weil da immer das ganze Fett getrieft hat in diesen Styroporboxen. Das war vorher nicht so. Das war dann auf einmal so den einzigsten, den du wirklich in Hibu als China-Imbiss für zwischendurch mal einfach Fleisch mit Nudeln oder so holen konntest, war der auf dem Markt. Ja, dann nehme ich auch immer entweder Reis oder Nudeln im Angebot mit zwei Sorten Fleisch und Curry. Das fand ich immer besonders gut. Und jetzt habe ich sozusagen mein super Spezial Deluxe China-Imbiss hier in Meiningen gefunden. Aber nicht der China-Mann beim Kaufland, wo sogar Mitarbeiter sind, die früher in Hibu beim China-Restaurant gearbeitet haben. Nein, sondern beim Rewe-Sender, da wo Aldi Lidl Rewe ist, ist so eine kleine Hütte. So ein kleiner Bungalow da aus Holz, total unscheinbar. Und ich habe den so oft gesehen, wir haben noch nie dort gegessen. Jetzt waren wir mal dort essen. Ich habe ein Gericht gesehen, das hat mich interessiert. Das fand ich so Bombe. Das möchte ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Und weil ich letztens ja auch die Samyang-Soßen getestet habe, ich habe hier noch die Samyang Carbonara auf, möchte ich dazu mal diese Samyang Buldak Carbonara Soße machen. Da sind nämlich so große Fleischstücken und diese Hot Chicken Flavor Soße auf Hähnchen, also auf Chicken, kombiniert sich richtig stark. Eigentlich hat er noch so ein Schild gehangen, das ist jetzt ganz neu für 7 Euro, frittierte Lachsbällchen mit Reis als Beilage in rotem Curry und Gemüse sehr scharf gibt. Aber als ich das heute nehmen wollte, hieß es, das gibt's nicht mehr. Also das ist heute nicht verfügbar, das ist schon aus. Ich denke mal, das hat keiner gekauft, deswegen gibt's das einfach gar nicht mehr. Klang aber in dem Moment so wie, können sie jetzt nicht mehr machen, weil es sind schon alle Portionen raus für heute. Aber ich denke, das gibt's halt nicht. Was sind frittierte Lachsbällchen mit Reis, mit rotem Curry, Gemüse, sehr scharf? Hättet ihr das auch mal genommen? Stattdessen, ich habe mir mal so eine super Speisekarte mitgenommen. Guck mal, das ist einfach nur ein ausgedrucktes A4-Blatt. Habe ich das Ding mal mitgenommen, das heißt nämlich Asia Wok. Das ist einfach ganz normal der Asia Wok, diese Holzhütte in Meiningen. Und das ist die Nummer 18. Ich nehme nämlich lieber gern Nudelgerichte mit schön gebratenen Nudeln als Reisgerichte. Da steht einfach Nudelgericht mit gebackenem Hühnerbrustfilet und Gemüse für 6,50 Euro. Und ich sage immer dazu extra scharf und finde, das ist so ein guter Preis für so eine riesengroße, starke Portion mit so einem guten Geschmack. Und wenn du da sagst, extra scharf, dann machen die das auch extra scharf. In Hibu, egal wo du warst, bei dem Chinamann, wenn du sagst extra scharf, machen die dir in die Ecke so ein ganz kleines Fötzchen von diesem Samba Oleg, was dann halt einfach sehr essigartig schmeckt und salzig. Aber hier ist keine Soße dann drüber. Du hast wirklich die Nudeln und das Fleisch und das Gemüse. Und die Nudeln werden schon beim Zubereiten gewürzt und extra scharf gemacht. Wir machen es jetzt mal auf. Wir gucken jetzt mal hier rein. So sieht das aus. Eine riesengroße Portion. Pupsi hat gesagt, diesmal war ja eine Dame da und nicht der Mann wie sonst immer, sodass die Nudeln ein bisschen anders aussehen. Die sind sonst immer ein bisschen dunkler, ein bisschen bräunlich. Jetzt sehen die nicht bräunlich, jetzt sehen die doch eher gelb. Hoffe aber, dass es trotzdem immer noch genauso gut schmeckt. Ihr seht, hier ist so ein bisschen Lauchzwiebeln oder was das sein sollen. Da ist ein bisschen Sesam drüber gestreuselt. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Als ich die Portion von dem Mann hatte, war hier oben noch wie so ein braunes Kackhäufchen, was man so verschmieren konnte. Ich weiß nicht, ob das Chinakohl sein sollte, Kimchi sage ich nur, oder ob das noch eine scharfe Paste sein sollte. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe jetzt hier eine super Spezialgabel. Und wenn wir hier reinstechen und das hochmachen, haben wir hier unten drunter auch natürlich die Nudeln versteckt. Und da möchte ich jetzt diese Samyang Buldak Carbonara Soße drauf machen. Dazu stelle ich euch aber nochmal hin, dass ich die Hände frei habe, um das zu verteilen. Das muss man mal jetzt hier runter machen. So, zeig mal her. Da ist auch nicht mehr viel drin. Also ich glaube, theoretisch könnte ich jetzt den Rest von dieser Flasche hier drauf verteilen. Wir machen das mal auf. Das hat nämlich so eine
schöne cremige, sahnige Note trotzdem. Zu diesem Hähnchenfleisch passt das einfach richtig gut. Aber wir können es mal so rum zeigen, wenn wir das jetzt hier so haben, hier so drauf tröpfeln. Ihr kennt ja selber alle Samyang-Soßen. Die sind halt immer besonders scharf. Der Ramses isst aber gerne scharf. Und so kannst du dir das hier richtig schön zurecht machen. Mit dieser Soße. Es dürfte jetzt gar nicht mehr so viel drin sein. Das heißt, ich mache wirklich den ganzen Batzen hier drauf, bis das leer ist. Ich weiß nicht, ob ich mir die Packung aufhebe. Ich habe, glaube ich, eine schwarze und eine rote schon mal aufgehoben. Die Carbonara-Soße habe ich jetzt das erste Mal. Kann ich wieder in mein Regal stellen, hinten als Streaming-Hintergrund. Sieht doch super aus und passt auch super dazu. Der ganze Finger ist auch gleich wieder eingeschmiert und widerwärtig. Ich hätte das schön so halten sollen. Ich habe die Kamera ist ein bisschen zu schräg gehabt. Alles immer One-Take beim Ramses, dass einem da nichts entgeht. So, und jetzt haben wir das hier drauf. Das kann man jetzt für die Kamera nochmal reinhalten, fürs Thumbnail vor allem. Ich glaube, wir haben nämlich noch gar kein Thumbnail, dass man das so sieht. Weil das sind die gebratenen Nudeln mit gebratener Hühnerbrust oder sonst was. Richtig fett, richtig scharf. Gehst du hier rein, hast ganz viel Samyang-Soße jetzt hier drauf. Super knuspriges Hähnchenbrustfilet. Die Gabel ist auch direkt rot eingetunkt. Selbst die gelben Nudeln haben jetzt ein bisschen was von der Soße abbekommen. Haben jetzt auch so einen leicht rötlichen Touch. Man könnte jetzt sagen, das ist viel zu viel Soße, das ist total Quatsch, aber ich habe so viele Soßen in letzter Zeit getestet. Alles ist auf, alles muss irgendwie verbraucht werden. Ich finde es so auch nicht zu scharf. Ich finde das so richtig gut zum Essen. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Guck mal hier. Wenn ihr das so noch nicht probiert habt, probiert's mal. Geht mal zum Chinamann irgendwo, holt euch mal so überbackene Hähnchenbrust, richtig schön paniert, macht euch da mal eine Samyang-Soße drauf. Es muss nicht mal unbedingt die Carbonara sein, es geht ja auch die rote oder die schwarze oder was anderes, aber finde ich auf jeden Fall eine gute Kombination, statt immer nur normalen Nudeln, das ist richtig so in dieser Fleischvariante. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, das ist die überbackene Carbonara, die Samyang-Carbonara-Hühnerbrust. In der Special Edition bei Ramses Kitchen. Ich finde das gut, ich habe einmal dieses Gericht gehabt. Pupsi hat dann gesagt beim nächsten Mal, ich nehme nicht mehr das, was ich hatte, ich nehme das, was du hattest. Das hat mir sehr gut geschmeckt, seitdem hat sie jetzt schon 2-3 Mal auch hier die Nummer 18 genommen. Ich habe die jetzt 2-3 Mal genommen und seit dem letzten Mal mache ich mir eben diese Samyang-Soße drauf. Esst ihr gern Chinesisch? Schreibt es mal in die Kommentare. Was esst ihr gern so? Schwein, Rind, Huhn, Ente? Viele sind ja für Ente, ist mir immer zu pappig. Ist irgendwie immer so ein bisschen matt, ein bisschen trocken auch. Da esse ich lieber Hühnchen. Da machst du nichts verkehrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.